Hat jetzt ein bisschen gedauert. Ich will die 2-Minuten-Bahn haben, hallo? Okay, das voll ich wieder oder nicht? Bartender, I need a round of oily oafs, ice cold and foamy. Ist doch nicht. Durch die Snoopy, Snoopy direkt die Daumen nach oben, also das haben wir gut gemacht. Nicht trinken, dann machen wir gleich noch ein Achievement. Falls ihr das nicht schon habt. Jeder braucht ein Bier in der Hand. Auf wen warten wir? Alex, der verkriecht sich, glaube ich, in seinem eigenen Bungalow und kommt da nichts mehr raus heute. Bitte, was soll ich? Alex, du bist so ein schlechter Zwerg, ey. Komm jetzt her. Bier, Alkohol, zack, zack. Ich hab grad meinen Perk auswählen müssen. Ich bin doch nicht drin. Du bist der schlechteste Zwerg. Ja, ich bin nicht der, der sofort trinkt, ne, Robin? So, also. Ich bin auch ein richtiger Zwerg, ich trinke einfach. So, Musik anmachen und jetzt einmal V drücken. Ich müsste auch noch eins geben, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Nee, da kommt es nicht. Aber auch nicht so schlimm. Also. Dann einfach runter damit. Runter damit! So, dann schaue ich doch mal, was das Missionsboard noch ergibt. Ich würde vielleicht zum Abschluss jetzt mal was anderes machen. Also, jetzt gab es ein Achievement. Echt? Was steht da? Ah, ich hab's nicht lesen können. Was sind denn Missionen mit regenerativem Ungeziefer und Parasiten? Amt! Bierkrug. Also regeneratives Ungeziefer heißt einfach alle regenerieren HP. Und ob das Ding jetzt nicht so bewegt. Und Parasiten ist, dass jeder Gegner, der stirbt, nochmal einen Gegner spawnt. Aber so einen kleinen Wurm. Ah, okay. Ups, jetzt habe ich die Mission. Ja, dann machen wir jetzt was. Machen wir noch was Entspanntes zum Schluss heute, ja? Ich habe noch mal eine Runde Bier ausgegeben. Ja, Sekunde. Dann. Und, falls euch dieses Passspiel Spaß macht, bei 3000 Punkten mit 100 Fesseln gibt es auch noch mal ein Achievement. Ja, viel Spaß! So, was haben wir zum Teufel Alien, bin ich? So, ein Bierchen. Oh, wo bin ich nun? Oh, cool. Ach, habt ihr schon runter, ja? Habt ihr schon runter? Dann geh ich mal hinterher. Ja. Ich hab's quasi runter, ja. Du hast runter? Ich bin oben auf. Oh, ach, da bin ich wieder. Ach ja, ich bin irgendwo im Weltall wieder. Leicht schrummelig, aber gefällt mir. Und wenn ihr mal recht lange auf jemanden warten müsst, weil der mal kurz irgendwie weg ist oder so, dann gibt es noch ein Achievement, um wenn man alle Fässer in der kompletten Hubzentrale darunter schmeißt, aufs Bossfield. Alle Fässer, die hier sind, ja. Alle Fässer in der ganzen. Ich werf ihn einfach aus der Gruppe oder mach gleich ein Solo-Play. Euer Ernst, ey. Komm, wir gehen das Alien-Eier suchen. Ja. Hab ja die Mission. Ja. Ach, sie. Und ihr kennt doch bestimmt das A-Team. Mhm. Es gibt auch noch ein Achievement, wenn man 4 Fässer in den Drop-Pod reinschmeißt. Und natürlich wäre das gedacht, auch noch eins, wenn man alle Fässer in das Drop-Pod bekommt. Ist zwar ein bisschen sperrig hier drin, aber. Ich glaube, sehr viel Blödsinn, was man im Game hier anstellen kann. Sieh schon, du hast dich mit den Achievements schon ausgiebig befasst, ne? Ja, ab einem gewissen Punkt hat man auch nichts anderes mehr. Wie viele Leute gibt es wohl, die
sagen können, sie hätten Deep Rock Galactic auf Platin. Wahrscheinlich gar nicht so unglaublich viele. Schon einige, weil wenn man einfach das Spiel des Spieles Vero spielt, kommt das eigentlich von alleine. Naja, man muss natürlich also jetzt bedenken, eine 2-Minuten-Bahn zu bauen, kommt glaube ich nicht so von alleine. Die muss man glaube ich schon gezielt machen. So, huch, Nitrat angebohrt. Oh, hier muss eine Perle sein, oder? Wir haben hier was. Sprossenkolok? Was ist das denn? Ja, sowas wie ein kleiner Bossfight. Bloß nicht zu nah hin. Aber ja, da oben ist eine Perle drin. Hast du richtig gesehen? Haben wir einen Muli hier eigentlich? Ja. So, habt ihr Gold? Lass dich hacken. Seid ihr dann bereit für den Bossfight? Moment. Ich weiß gerade gar nicht, wo ihr seid. Die Perle ist schon weg gegangen. Nee, die Perle ist nicht auf dem Boden hier. Bin ich hier draußen. Achso. Sorry. Kann man mit der jetzt auch wieder irgendein Spiel von machen? Vielleicht Fußball damit spielen oder so? Achso, nein. Das ist einfach Ressourcen. Loot. Bin da. Ich auch. Dann müssen wir mal ganz kurz schauen, wo denn diese dieser zugehörige Blüte ist. Ah, da vorne. Okay, wenn ihr soweit seid. Dieses Rankendings da? Ja, ja, klar. Da wird drauf schießen wahrscheinlich, oder? Wir müssen jetzt diese ganzen Ärmchen, die dazu spawnen, platt machen, dann öffnet sich das. Und dann kann man da ein bisschen draufballern und dann spawnt das neue. Ich sehe gerade nichts, weil sich alles macht. Ah, die weißen Dinger da? Ne, die weißen Kristalle, ne, oder? Nein, diese Dinger hier. Ah, da wo du bist, geh ich jetzt raus, ja. Wo bin ich jetzt hin? Wie meine Dinger alle schon verschossen haben. Der Dauerfeuer gerade. Nice. Und da kamen jetzt solche Kristalle raus. Und auch die geben nochmal gut Loot. Soll ich nochmal in die Höhle, wo ich, die ich gerade entdeckt habe? Da ist nochmal Gold. Da hinten. Da wäre, glaube ich, eine Plattform ganz gut dann. Na, da kommen wir so hin. Oh, ich habe hier ein Ei. Achso, ich habe noch gar nicht geschaut, wo die Dinger eigentlich sind, weil ich könnte die eigentlich anbohren. Hab hier so ein Käfer-Ding aus so einem Meteoriten oder irgendwie sowas. Achso, den kannst du in Juli reinpacken dann. Genau. Den was? Oh. Was sind denn diese grünen Kristalle? Achso, das sind die Dinger, die du gesagt hast, ne? Oh. Dann hab ich versehentlich freigeschalten. So, dann bohren wir jetzt einfach mal die ganzen Eier aus.
dann kommt nämlich gleich eine Welle. Machen wir dann kurz platt. Da ist der Elf. Alter. What the fuck? Wie bin ich gestorben? Oh, warte mal, du bist ja bei mir in der Nähe. Sekunde. Oder auch nicht. Was ist das denn? Riesensprenger. Ich weiß gerade selber nicht so genau, wo ich bin. Eieieiei, der macht aber gut Bumm. Au, 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 au. Ich glaube, der hat mich gerade gewonnen. Das erste Ei habe ich. Ich bin auf dem Weg. Ja, ich hol da den. Ich bin auch dran. Ja, ist schon verteidigt, alles gut. Da ist noch irgendwo ein Riesensprenger hier. Ziemlich großes Gerät, kann man nicht übersehen. Ja. Bleibt er denn? Da ist er doch. So. Ich bin auch tot. Ich muss mich auch mal kurz aufheben. Und wir sollten uns kurz auf das Ding konzentrieren, sonst haben wir da bald ein Problem. Seid ihr denn? Ich steh gerade einfach Wasser ins Gesicht. Bier. Warum kommt denn jetzt wieder direkt auf mich zu? Du bist halt attraktiv für ihn. Fühl dich geehrt. Der einzige weibliche Zwerg hier in der Höhle. Wodurch jetzt schon wieder? Das war ein One-Hit. Hat er sich gerade gesprengt? Ja. Ich liege am Alles Rand, klar. Ich bin nicht mehr im Radius. Okay, dann habe ich ihn versehentlich gesprengt. Was ist hier? Oh. Hier irgendwas? Kann hier irgendwas sein? Da war die Mine doch sehr effizient. Hat er Bumm gemacht. Haben wir hier das Ei schon? Ja, hier ist das Ei schon, okay. Was ist das hier eigentlich? Was ich hier jetzt habe. Ey, könnt ihr mal aufhören? Ich will ja doch einfach gerade nur ein bisschen. Achso, das muss mir alles Molly geben. Alles, was du in der Hand halten kannst, gilt an Molly. Oh mein ja. Ja, ich hab ihn schon hergerufen. Komm schon. Und hier unten, wenn man mal auf der Karte guckt, liegen ganz viele gelbe Kügelchen. Die müssen wir auch da alle reinstopfen. Was? Das sind ziemlich viele gelbe Kügelchen, wenn ich auf die Karte gucke, ja. Ja. Oh. So, meine Versorgungsstation hier. Bisschen aufpassen. Ausgegraben, oder? Was sind die hier alle? Oh mein Gott, was ist hier los? Das ist gerade kurz der Elf gerannt. Sau! Machen wir fertig. Du Miststück, du. Nein, der Giftschnodder oder was auch immer das war. Danke. Was ist denn das da hinten eigentlich? Bevor ihr das ganze Zeug jetzt hierher tragt, ruft einfach Molly in das Loch rein. Ich hab da irgendwas eingesammelt. Das war das Ei. Jetzt schmeißen wir es wieder zurück. Ey! Bleib doch da! Das war bei mir! Oh, warte mal, ich glaube, ich hab das Ei wieder weggeworfen. Hä? Hier haben wir noch diese Schleimsamen. Ach, das sind die Dinger. Gut, da ist noch Gold. Noch eine
eine Perle markiert, wo man nochmal reinbuddeln kann. Moment. Ich glaube, ich habe Gold gefunden. Gewöhnliches Salz. War das Stauraum? Ja, hier. Hier unten? Ganz klein, aber man sieht sie noch. Ach, höher, höher. Weiter rechts. Einfach immer der Dichte dieser Kugelchen nach, die da an der Wand hängen. Aber ich sehe hier gerade irgendwie nicht so wirklich, wo ich hin muss. Ja, wenn du kein Licht hast, ja, Molly, dann siehst du so ein Leuchten im Gestein. Hey, wo ist da Molly hin? Keine Ahnung. Ihr kennt es, glaube ich, nicht. Muss ich ganz ehrlich gerade. Da unten! Halt mal F gedrückt. Dann schaltest du das Licht aus. Ach, ja, warte mal, ich sehe es hier. Ja. Da ist sie. Ups. Und hier muss noch eine sein. Da glaube ich. Ja. Wo? Oder? Doppelperle. Ach, nochmal hier in dem Vorrat vorkommen. Ich hab's ja schon ausgepumpt. Die war recht nah an der Oberfläche. Weil ich doch noch mehr ist, weil es waren recht viele. Und an diesen eingegrabenen Mineralien, wie zum Beispiel diesen Perlen, erkennst du auch, ob die noch da ist oder nicht, weil wenn die da sind, dann leuchten die Sachen. Mhm. Und wenn sie weg sind, nicht mehr. Dann siehst du jetzt auch, dass die Perlen, die hier in dem Gestein sind, dass die alle ganz dunkel sind. Wegen quasi wie so ein Verstärker mehr oder weniger die Kugeln da drin. Oder halt wie eine Batterie. Genau. So viel ist noch. Wir haben doch eins von diesen Nebenquest-Eiern fehlt noch irgendwie, ne? Eier, wir brauchen Eier. Hallo, Irena. Ja, da liegen noch welche auf den Erhöhungen. Gerade beim Menschen. Na, wie geht's dir denn heute? Ach ja. Genau, mit einem Krankheitsreport. Schau mal, ob du die Cyber nehmen kannst. Ich hab grad ein Ei in der Hand. Oh, nicht ein. So, dann fehlt noch ein Alien Eye. Ja, hab ich. So. Guten Abend! Kleines Ei. Ich hab den letzten Schleimsamen. Eieiei. Ist der Elf? Da geblieben, Elf! Na, Irena, wie geht's dir? Besser oder immer noch? Achso, ich renne hier gerade im Ei hinterher und denke mir, ich bin gleich da. Dann merke ich gerade, okay, das Ei bewegt sich, irgendwas ist faul. Unverändert, ist doch kacke. Faules Ei. Das ist ein faules Ei. Irena, du weißt doch, wenn es euch nicht gut geht, dann geht es mir auch nicht gut. Nein, sonst alles gut. Ich bin meistens mit einem guten Antivirenprogramm, wollte ich gerade sagen. Oder, Kaspersky oder so, ne? Ja, genau. Ich bin mit einer guten Immunität gesegnet, meistens. Also, wenn ihr wollt, kann man reden. Wie wird denn genau? Wartet mal, da oben ist noch der Elf. Wollen wir den noch mitnehmen? Wo? Die ist morgen noch mal zum Arzt. Ach, warte. Einfach mal anpinnen. Ich hier oben war er gerade. Players, recharging! Oh shit! Ich nicht mehr. Da unten! Zeichne jetzt. Ja. Aber das Seil ist ja unfassbar langsam, geht es auch schneller. Auch eine gute Bezeichnung fürs Immunsystem, ja, das stimmt. Mein Antivirenprogramm immer gut aktiviert. Wait, kann ich jetzt den Shit abgeben? Beim Juli. Ja, da läuft der gerade schon zurück. Achso, dann am Raum. Ich hab den 11. 12 wenn besser. Du musst es nur wieder mit 11 irgendwo da hochschaffen. Warte mal, wo gebe ich das Ding jetzt ab? An der Seite des Raumschiffs. Von dem. Da hier ist nochmal so eine Einwurfkapsel da. Da. Is this safe? Sag mal, wenn wir noch mehr von diesen Schleimkugeln-Dingern da mitnehmen, macht das einen Bonus oder ist es egal?
Ja, du brauchst mal alles, was du sammelst, ein bisschen Erfahrung. Aber natürlich nicht so viel wie für die ganze Bonus-Mission. Ja, ne, ich glaube, Alex meint jetzt gerade, ob mehr einsammeln, als wir benötigen für die Quest, ob es irgendwie nochmal zusätzliche Erfahrung gibt. Oder irgendeinen anderen Bonus. Genau, mach das. Aber die 12, die wir gesammelt haben, geben uns halt für die 12, die wir gesammelt haben, plus den Bonus für die Nebenmission. Also wenn wir jetzt nochmal 12 sammeln, dann werden wir nicht die Nebenmission doppelt. Ah, okay. Und darum, es lohnt sich generell in dem Game, wenn man jetzt sagt, man möchte Power leveln, eher die Hauptmission so schnell durchkriegen wie möglich. Alles einsammeln, was nebenher funktioniert. Aber alles, was man nicht unbedingt braucht, weglassen. Oh, wäre was Hindernis noch? Ich habe noch was abgegeben. Achso. Also, sollen wir vielleicht auch mal ein Update machen? Ja. Ich glaube, bei dir liegt es nicht an deinem Update, an dem Programm, sondern vielleicht an die Fremdeinwirkung der anderen Benutzer quasi. Zu viele verschiedene Antivirensysteme beißen sich. Ja, genau so ist es. Superheldenlandung. Ja. Aber sprich, wenn man jetzt sagt, man möchte wirklich schnell leveln und man geht in eine Mission und man findet von den 12 Dingern nur 3, dann macht es natürlich Sinn, einfach zu gehen. Okay. Wenn man fertig ist. Und wenn man merkt, okay, man hat 11 von 12, dann kann man gucken, ob man auf dem Rückweg nochmal so ein Ding findet und das halt noch mitnehmen. Aber ansonsten, wenn du, ich sag mal, 10 Minuten in der Mission mit deinem Hauptziel beschäftigst und nochmal 10 Minuten mit dem Nebenziel, dann hast du halt 50% der Zeit für nicht mal die Hälfte der Erfahrung rausgeschmissen. Und dann macht es mehr Sinn, einfach nochmal eine zweite Mission zu machen. Ja, zu viel Zeit sollten wir nicht vergeuden. Bauen wir nochmal eine Achterbahn? So, ja, keine Ahnung, wollt ihr noch was Kurzes machen, oder? Ja, können wir. Ja, isolieren ist eine gute Idee, Irina. Immer isolieren. Kann ich dir nur empfehlen. Ich meine, vielleicht hat das Kinderzimmer ja auch eine Tür, wo ein Schloss dran ist. Vielleicht hast du zufällig den Schlüssel. Da kannst du dich auch isolieren. Oder das Kind isolieren. So wollte ich das nicht sagen. Weil, sind wir doch mal ganz ehrlich, das Kind ist das größte Krankheitserreger. Da gab es doch mal so ein tolles Experiment in Bezug auf Kind isolieren. Da, wo man so Kinder in einen Raum getan hat, ohne wirklich Kontakt zu Erwachsenen, damit man schaut, welche Ursprache die entwickeln. Wo die dann da alle verreckt sind, die Kinder. Was? Weil denen hat da Zuneigung gefehlt. Ach so. Man hat doch keinen Test gemacht bei dem Kinderverrecken, oder? Doch. In Robins Welt schon, die sind alle kaputt, die haben sie dann auf den Müllhaufen geworfen, haben neue in Charge genommen. Nein, wirklich. Aus der die haben Experiment Welt gemacht, die haben Kinder im Prinzip komplett isoliert. Also, die haben im Prinzip mehrere Kinder in einen Raum gesperrt, haben die immer gefüttert, haben aber nichts zu denen gesagt. Und ansonsten waren die auch nicht bei denen, das heißt, haben nicht mit denen also mit zum Baby. Ich kann aber aus Erfahrung sagen, Robin, nicht jeder stirbt. Wenn man ja, das die macht. Schon, die sind komplett verkümmert und sind dann gestorben tatsächlich. Ja, ja, ich kenne dein Gegenbeispiel, mit dem habe ich auch nie gesprochen, lebt aber immer noch. Let's hit it! Drop sequence initiated. Jetzt ist Ruhe. Wo gibt's solche Experimente? Ich hab hier keine Informationen mehr. Ich hab schon verstanden. Business Kinder sterben ohne wünscht. Liebe. Ja, das ist wohl wahr. Man sollte sie ab und zu mal beachten. Da hast du vollkommen recht. Also, ich meine, man mindestens kann ja mal füttern. Ich weiß nicht, warum ich innerlich tot bin. Ja, oder geh mal hin zum Kühlschrank, hol mir ein Bier. Also, ich hab dann Liebe. Schon. Ich habe dann natürlich dann schon die Ansprüche, dass die erstmal in meinem Outlook-Kalender einen Termin buchen. Also, ja, natürlich. Das muss auch schon strukturiert sein hier. Ich stelle mir vor, das Kind kommt in deiner Mittagspause und sagt, ich will spielen. Ich sage, hallo? Hast du mal auf die Uhr geguckt? Geh weg. Gesprächszeit ist zwischen 14 und 14:30. Aber nicht länger und nicht öfter am Tag. Ja, hallo. Es wurde beachtet, also das kann sie nicht beschweren. So, wir brauchen zwei Mules.
die irgendwo eingebunden sind. Was ist das hier eigentlich? Das ist tot. Das ist auch wieder Teil. Ein paar tolle Achievements. Aber leider hier irgendwas? Ich glaube, Alex ist wirklich kurz davor, den Kick-Button. Wobei ich glaube, er kann dich gar nicht kicken, weil ich bin ja der Horst, ja. Naja, sich die Dinger fliegen da rum und machen nichts. Nichts Interessantes. Komm da nicht hoch. Ich hab dir wieder was geweckt. Ja, das stimmt, Irin, hast du vollkommen recht. Ich hab's nicht richtig gemacht. Vollkommen richtig. Ich hab Fehler begangen. Oh Gott. Das darfst du ja nicht sagen. Die Spinnweben. Ah, man kann die Spinnweben wegbrennen. Ey! Ober! Schön, wenn du die Spinnweben mit dir rumschleppst. Ich wollte gerade sagen, gehen die irgendwann mal wieder weg? Warte mal, da hinten ist ja der große grüne Kanister. Da müssen wir wahrscheinlich hin, oder? Nee. Hier müssen wir erstmal durch. Stückchen für Stückchen. Dass man wüsste, wo hier ist, dann... Ach, da unten. Sekunde, ja. Moment. Dann lass mich doch da mal... Ja, danke, ich hab's verstanden. Okay. Ich weiß, es ist gemein. Es ist spät. Ich bin müde. Ich musste zugucken, wie man eine 2-Minuten-Bahn baut, die dann doch nicht geklappt hat. Ey, die waren super, die Bahnen. Die waren super. Ja, jedes Mal halt keine 2 Minuten geschafft haben, ansonsten waren die echt astrein. Ja, das ist also quasi zu 100% nicht geschafft. Erfüllt. Alles für den Arsch. Es geht um den Spaß. Ja. Ich weiß, es ist wirklich ein unbekanntes Konzept. Spaß, ja. Spaß. Den kann man streicheln. Kann man den denn streicheln? Mit E. Was? Man kann streicheln? Bei mir wird dann nichts angezeigt. Was kann man streicheln? Die Hand? Was beides. Will ich das streicheln? Was hat er gesagt? Muschi Muschi? Ja, man kann sowohl dieses komische Verhörviech von den Teletubbies. Oh, als was ist das? Was zum Henker ist das denn? Brutnest. Da kommt doch immer Zeug raus, ne? Deswegen heißt sie auch Brutnest. Ich verlaufe. Zeit, ja. Da ist doch so ein Balken. Da drüben auch. Was seid ihr hin? Nitra! Ich rufe einfach mal Molly, dann läufst du einfach Molly hinterher. Na, ich hab euch, glaube ich, gleich schon. Oh, da ist noch jede. Nein, Bodek hast du nicht. Und außerdem wird es auch nicht angezeigt im Chat, glaube ich. Richtig. Das ist der Andi-Bolleck-Schutz. Der sagt den ganzen Abend nichts, ne? Aber wenn ein Wort fällt, dann ist er sofort da. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Oh, was ist denn jetzt kaputt? Warum ja, vibriert hier das so Zeug so grün? Kann ich mir das Plattform? Nee, warte, ich bin nur mein. Ja, warte mal. Achso, okay, so wird's gehen, okay. Ich muss ein bisschen experimentieren. Bullock ist auf jeden Fall ein guter Tester, also ein Beta-Tester für den Spam-Schutz, oder? Oder ich sag mal für den Böse-Worte-Filter. Ja, Bolleck hat wieder was geschrieben und Twitch sagt, nee, mein Lieber, du schreibst da einen Scheiß. Mich wundert, dass du überhaupt noch was schreiben darf. Ich meine, wenn man das zu oft triggert, könnte ich mir schon vorstellen, dass Twitch irgendwann sagt, keine bösen Wörter. Aber an sich mit deinem Ingenieur ist es eigentlich so die Hauptaufgabe, mit dem Scout zusammen die ganzen Dinger an der Decke abzubauen. Also du musst Teamplay? Auch ganz... Ja, Teamplay. Boah, hätte ich das gewusst. Das nächste Mal doch lieber Shooter. Oh, da kommt Futter. Hallo. Kann man kurz näher kommen? Bitte? Irina, wann ist er mal nicht böse? Komm mal ein Stück näher, dass ich auf dich drauf springen kann, weil sonst kriege ich Schaden und ich will keinen Schaden. Mein Gott. Lass mich doch dieses blöde Ding da abbauen. Da geht's aber tief. Nein! Runter.
Nein! Bin tot. Nein, lebt noch. Herrgott, kann jemand dieses Zeugs da oben abbauen? Ich krieg die Kamera. Du musst nur eine Plattform hinmachen und mir zeigen, wo. Und dann bin ich dort und baue es ab. Da. Oh, shit. Oh, das reicht. Vielleicht. Und da ist auch noch was. Hm? Mach ich erstmal hier kurz das Gold. Da ist der Elf. Ich hab den Elf. Oh, jetzt kommt hier so ein Ding wieder angeschissen. Wo bin ich jetzt denn? Ja, wenn du das nicht weißt, wo du hin bist. Ah, bleibst du da? Machen Elfen jagen. Okay, Elf ist weg. Elf ist ganz weit hinten. So, wo war das zweite, was du noch gesehen hast? Das Gold habe ich. Hier. So, wie viele Beine brauchst du im Juli eigentlich immer? Immer drei? Zwischen zwei und drei. Das war also doch unterschiedlich, weil ich war nämlich der Meinung, wir hätten irgendwann mal auch nur zwei irgendwann mal gebraucht. Oh Gott. Ja, okay, Fäulnisfloh versehentlich mit Granatwerfer eliminiert. Sehr gut. Bisschen overpowered, zugegeben. Ja, alles hilft. So, dann schauen wir doch mal nach ein paar weiteren Ressourcen. Ich hab hier ein Bein gefunden. Ja, das gehört zu einem Juli. Zu einem von beiden. Ich habe aber bisher nur einen, glaube ich. Ganz unten da, wo es grün. Wo ganz viel grün ist und ganz viel Käferzeug gerade, was ich hier wegmache. Aber ich habe hier auch nochmal ein Bein, muss ich ihm bringen. Und dann suchen wir mal den zweiten schon. Nein, ich bin schon wieder zu tief gefallen. Das ist Ding. Sprech, ihr dürft es sagen, aber ich darf es nicht schreiben. Ja, du weißt doch, keine Ahnung, ich hab's ja nicht gesagt. Ey, meine Güte. Was hängt da denn rum? Ich kann das auch streicheln. Oh, Junge! Was willst du? Weg. Wo bist du, Mann? Das ist ein neuer Superheld. Wo bist du, Mann? So, für den da unten haben wir schon. Yeah, das bleibt mir. Genau, also einer müsste jetzt schon fertig sein. Geht's da hin? So, ein Bein fehlt hier oben dann wahrscheinlich noch. Ich hab hier ein Bein, aber wo soll ich das hinbringen? Ja, auch. Kannst mal ein Stück schmeißen. Well done. Gedrückt halten. So, dann kannst du da nämlich auch gleich anfangen aufzubauen. Kannst du hier oben noch eine Plattform hinmachen? Ja, ich arbeite dran. Moment, ich muss jetzt mal da hinkommen. Okay. Hab ich verstanden. Lead down. Schau mal, ob ich die Flöhe noch irgendwie zusammenbekomme. Ich hab hier noch ein Bein. Wo soll das hin? Wir haben schon alle Beine. Das heißt, das kannst du getrost irgendwo in die Ecke schmeißen und darauf warten, dass die mir davor. Kann ich es als Andenken mitnehmen? Theoretisch, klar. Schmeiß den Drop. Ich meine, so ein Bein habe ich gern mal. So ein Ersatzbein, ja, ja. Boah, die Fremde. Oleg! Das ist doch gar nicht dein Niveau, dich so zu rächen. Oh, die Brille spielen. Also, jetzt ist aber gut. Das ist doch langweilig. Das haben wir doch gesehen, dass ich da Profi-Player bin. Give me some sugar. Nope. So. Wo bin ich denn hier? Was spiele ich denn hier eigentlich? Irgendwas mit Zwergen.
Ohne Brille wahrscheinlich schwer zu erkennen. Tja, Wolek, du kannst jetzt schreiben, was du willst, ich kann sie eh nicht lesen. Aber denk immer daran, Twitch hat ein Auge auf dich. Was sind denn Fäulnisflöhe? Also, das sind die blauen, Leuchtekäfer, die hier rumfliegen. Und wenn du die anschießt, dann fliegen die sofort in irgendeiner komischen Bahn weg. Jetzt ist es natürlich etwas schwieriger, Sachen zu finden. Hab die beiden. Ich hab den Elf erwischt. So, jetzt haben wir einen Elf noch. Ah, da. Ja, ich hol ihn. Ah! Ich finde das so frech hier. Wie man den betäubten Elf jetzt einfach wieder in eine Schredder reinsteckt. Vor allem, der ist nur so betäubt, der kriegt noch alles mit eigentlich. Ja, wahrscheinlich geht das. Das geht richtig langsam wahrscheinlich in dem Schredder, ja. Wie so ein Fleischwolf halt. Da bleibt der stecken und da muss nachgetreten werden. Ekelig. Hast du irgendwas quietschen hören? Nein, oder? Was? Nee. Gerade was quietschen hören? Nein. Ich seht das mal, wenn dieses Gespräch aufkommt, an Viscera Cleanup Santa's Rampage denken. Ah, was? Ich kann es nicht lesen. Wie viel hast du denn was? 151.000 hat Irina. Ach du Scheiße. Okay, Irina hat schon. Irina ist ja total lieb und nie gemein und wird mir nie irgendwas reinwürgen wollen, gell? Naja, ich sag mal so, Irina, wir können ja mal auf dem Kanal ein einfaches Sound-Emote für 150.000 reinstellen, dann kriegst du die Punkte ganz schnell wieder los. Achso, das könnten wir tun. Muss dann aber was Spezielles sein, keine Ahnung. Irgendwie so Alex selber singen Britney Spears oder so ein Schwachsinn. Oder was ganz viel Schwierigeres würde ich machen. Robin macht gute Witze oder so, ist fast eine Unmöglichkeit. Alex singt Robin Hit Me One More Time. Genau. Warte mal, haben wir eine Versorgungsstation? Ups. Ihr müsst übrigens in dem grünen Kreis stehen bleiben, sonst dauert das Ewigkeiten. Das besorgt man hier eine Versorgungsstation. Wisst ihr was? Ihr habt mich den ganzen Tag jetzt schon so gefrustet. Super. Er wählt den Freitod. Wenn wir uns versorgt haben. Warte mal, können wir dich jetzt vielleicht auch noch in den Tank reinstopfen? Ja, genau. Hey, wieso habe ich jetzt keinen Nachschub bekommen? Hallo? Hat mir jemand meinen Nachschub weggenommen? Irina, wie geht's dem Chewbacca? Da an. Das ist ja ekelig. Magterabrummer. Hey, ich werd hier rausgekickt, was soll denn das? Endlich hab ich den. Alex, halt dich vielleicht mal. Wie denn? Da ist noch ein Versorgungsdienst da. Ja, aber ich heil mich, wenn ich Muni brauche. Dem Chewbacca geht's gut, das ist sehr gut. Und noch ein cooles Schild. Wie laden wir denn den jetzt hoch? Da kommt. Naja, so ein kleiner, nicht handbetriebener Nuklearreaktor. Mit dem wir jetzt hier wieder so eine blöde Kabel brauchen. Warte mal, wollen wir Robin noch ein Kabel legen lassen? Eins, was mindestens 2 Kilometer lang ist? Ja, genau, das ist ein Achievement. Eins, was 5 Kilometer um den Kreis rumgeht. Ja. Das gibt dann hier die Telekom-Achievements. Ja, genau. Nein, die Telekom macht sowas erst, wenn wer anderes ausbauen möchte. Und jetzt bauen wir den
Nuklearreaktor auf, indem wir ganz vorsichtig bauen mit den Hammer drauf. Drauf, ja. Und auch hier müssen wir dann wieder drum herum stehen, was super nervig sein wird. Ich hab's vielleicht versehentlich angeschossen. Ja, ja, das macht das Ganze nur noch besser. Das funktioniert dann noch effizienter. Diese Unregelmäßigkeiten. Ich würde mir wünschen, dass das im wahren Leben auch so funktionieren würde, dass man alles mit dem Hammer reparieren kann. Du kannst auf jeden Fall überall mit dem Hammer draufhauen. Ja, das schon, ja. Aber besser wird es nicht immer. Dann hinter uns. Was sind denn eigentlich für Viecher? Insekten. Rex, ein Viecher. Einfach Insekten. Ja, aber gibt es keine Lore, das so zu wählen. Mit Sicherheit, also du kriegst da Tagebucheinträge, wenn du ihn zum ersten Mal killst. Also kannst du es hier auch nachlesen. Achso, es gibt Tagebucheinträge. Genau. Du kannst auch das Poesie-Album kannst du mit denen tauschen, dann erfährst du vielleicht auch noch mehr. Ja. Dann schreibst du mir auch noch gleich mal ein Freundschaftsbuch, ne? Ja, genau. Also, du kannst dich wirklich mit manchen von den Viechern anfreunden. Es gibt extra einen aktiven Perk dazu. Dann kannst du eigentlich da rennt der hinterher. Ich freund mich die ganze Zeit mit denen an. Ich gebe denen ganz viel Schrot zum Essen. Ja. Die sind noch nicht so ganz bei der Sache. Das mögen die nicht so. Die akzeptieren das nicht so richtig. Die missverstehen mich. Ja. Aber das ist halt das Kommunikationsproblem. Das passiert halt. Naja. Ich meine, das hatten doch die Einsiedler in Amerika doch genauso mit den Indianern. Es war reines Kommunikationsproblem. Eigentlich wollten die nur helfen. Wenn meine Geschütze auch mal wieder schießen? Ach, die sind schon wieder leer. Okay, jetzt können wir uns wieder verteilen. Was müssen wir denn machen? Warten. Okay. Ich kann es nicht lesen, deswegen. Ich bin gerade ohne Brille. Ich darf ja ohne Brille spielen. Weil das ja so funny fun ist. Die sich alle beömmeln. Der Blinde. Hahaha. Muss man jetzt noch eine Armbinde mit 3 Punkten dran machen. Was passiert jetzt? Und denk dran, deinen Hund hier, ne? Zu holen. Aber wenn du schon ohne Brille spielst, dann müsstest du einfach mal mit maximaler Promille in so ein Level reinstarten, weil das behältst du. Also kannst du den Stock besoffen 5-mal sehend mit dem Zwerg in die Mission reingehen. Das stimmt, dann sehe ich wieder deutlich. Da hast du vollkommen recht. Das gleicht alles wieder aus. Mit Sicherheit. Wenn ihr denkt, dass ihr jetzt immer wieder dahin müsst, ne? Bitteschön. Oh, wir dürfen in den Drop kommen. Kommt rein, kommt rein. Wo müssen wir hin? Ach, da oben. Ach Gott, ja. Wie konnte ich das jetzt übersehen? Ja, es ist nur ein bisschen gemein, weil es halt oben rechts runter zählt und man darf noch nicht rein und irgendwann zählt es dann halt immer noch runter und man darf wieder rein. So, ich habe mir direkt einen Weg freigemacht noch. Muss mal E drücken, Alex. Warum? Ja, einfach mal E. Warum soll ich denn jetzt E drücken? Stell dich dahin, wo ich bin, und drücke E. Ja, ich weiß, die Würfel. Wir fehlen hier noch. Hm? Ihr müsst nur alle weiter rein. Ich bin noch drin. Mission erfolgreich. Na wunderbar. Erfolgreich kann sogar ich lesen. So, jetzt hört es schon wieder auf. War alles gut, glaube ich. War okay.
Na also, Stufe 6 wird er geschafft.